Einsam Wunschtraum, ein eigenes Orchester. Die damalige Situation sah für Big Bands nicht sehr rosig aus. Aber gerade dieser Umstand war es, der sich für Thad Jones und Mel Lewis als vorteilhaft erweisen sollte. Die Elite der New Yorker Jazzmusiker, durch Jobs in steriler Studioatmosphäre frustriert, standen ihnen in ständig wechselnder Besetzung zur Verfügung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Der Manager des Village Vanguard, New Yorks ältestem Jazzclub, stellte am geschäftlich flauen Montag die Bühne zur Verfügung. Und seit diesem Februartag im Jahre 65 gibt das Thad Jones Mel Lewis Orchestra die längste Serie von Nachtvorstellungen, die ein Jazzclub bisher zu bieten hatte. Bis heute. An jedem Montag außerhalb der Tourneezeit. Anfang der 70er Jahre war es wieder ein Jazzclub-Besitzer, der ihnen einen weiteren Schaffensraum erschloss. Der Besitzer des Münchner Domizil. Europa lockte und seit 74 hat die Jones-Lewis-Band hier ein wirkliches Domizil gefunden. Nicht nur, dass das Orchester seine jährliche Europa-Tournee meist hier mit einem mehrwöchigen Gastspiel beginnt, nein, auch die einzelnen Mitglieder kommen immer wieder an den spielfreien Tagen hierher zu ihrer Homebase zurück. Gute Musik fällt nicht vom Himmel, hieß es heuer anerkennend über die Band. Ergänzend kann man vielleicht hinzufügen, kreativer Jazz entsteht eben meist an Orten wie hier und heute. We'll be right back.
Thank you.
Frank Gordon on trumpet. Trevor Adams on the baritone saxophone. Daryl Danko at the piano. My co-leader Melrose on drums. Thank you very much. That was a piece called Once Around that featured Frank Gordon on trumpet and Pepper Adams. Gleich zu Beginn kann es sich Thad Jones nicht verkneifen, mit einer sehr privaten Durchsage zu überraschen. Pepper Adams, einer der ältesten und prominentesten Solisten der Band, hat geheiratet. Und ihm ist auch klar, weshalb Pepper so lange gewartet hat. Für Thad ist Claudette eine der bezauberndsten Frauen, die er kennt. Got married and when you meet his wife, you can understand why he waited. She is one of the most delightful people that I've ever met in my life, and Mr. Park Pepper Adams said, "Pep, baby." It got me. Dum 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 dum. Oh my! Her name is Claudette, and she's standing over there. All right, now. Anyway, Pepper was featured on this last number, which is a sort of a roundabout way of saying things. But and along with Pepper, you heard from Harold Danko at the piano. Nach dieser, so gibt Thad zu, etwas umwundenen Art, die Dinge zu sagen, zurück zu den Solisten. Der Pianist Harold Danko will übrigens auch heiraten. My co-leader, Cole, baby, Lewis, yeah, Mel Lewis on there. And we're gonna play a piece now that was composed by a very famous French writer. Very famous. He's so famous until I may not even have to pronounce his name, which I hope I don't. Because I have a great deal of difficulty with pronunciation of names. So I'm gonna try to pronounce this one. For you. Jetzt will Thad Jones das Stück eines bedeutenden französischen Komponisten ansagen. Und ausgerechnet hier fällt ihm der Name Gilbert Bécaud nicht ein. Obwohl der Titel des Stücks ihm natürlich geläufig ist, mit der Aussprache lässt er sich jedenfalls Zeit. Anyway, I'll pronounce the title. Ready? Don't faint. Quand je monte chez toi. Thank you.
very much. And I hope I'm forgiven for my pronunciation or mispronunciation or whatever. But say it again. Anyway. Anyhow. Any place, anywhere. Yeah, that's right. So we're going to play a ballad now that has to do with children. Kids are pretty people. Die Kleinen sind die wahren Großen. Diese freie Übersetzung des nächsten Titels trifft auch auf das zu, was Thad Jones über den nächsten Solisten in der Band, Winziger Willy genannt, zu sagen hat. Statur und Instrument erscheinen nur paradox. Willy is a big name, but Wee is small, and he's small in stature, but he has such a big sound on his horn until, you know, like you say, Wee Willy, and it's like you're talking in difference with yourself, you understand? Anyway, his name is Billy Campbell, and he's going to be featured on this next piece, which is a ballad, and it's called Kids Are Pretty People. Right.
bevor Thad das nächste Stück, eine Komposition des ehemaligen Bandmitglieds Cecil Bridgewater, ansagt, tut er etwas, wovon er glaubt, dass es in diesem Medium nicht besonders gern gesehen wird. Media that we've been exposed to, it's never been really considered proper to do on camera. But it's hot, and there's something cold over here, and I'm gonna take a drink of it. Yeah. I don't have to tell you what it is, but my throat is dry. You don't mind, do you? Am I? Am I? Is it all right if I do this? Would you like a profile or just straight ahead? Tastes pretty good to me. Now, onward, onward, Christian soldiers. Right. We're gonna play. We're gonna play a piece that was composed and arranged by a former member of the orchestra by the name of Cecil Bridgewater. Very fine trumpet player and writer and gentleman. And he wrote this piece. It's called Love and Harmony, What the World Needs Now, of course. Love and Harmony is the title of this tune. And it features Larry Snyder on the tenor saxophone and Frank Gordon on trumpet, believe it or not. Okay. Love and harmony. Thank you.
Feature Larry Schneider on the tenor saxophone and Harold Danko at the piano. And it's called Cherry Juice. Thank you.
Disco. Das letzte Stück, so Fat, soll einen Teil des Geistes der einzigartigen 200-Jahr-Feier der USA, dem Bicentennial, widerspiegeln, und zwar seinen Teil. So wird hier aus Bicentennial My Centennial. We're gonna play a piece now that it sort of reflects part of the spirit of this very unique celebration. It features Pepper Adams on the baritone saxophone and my co-leader Mel Lewis on drums. And it's called My Centennial. Thank you.
Thank you.
Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.